Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Style and Talk von mir. Ihr seht, wir sitzen wieder, oder ich, nicht wir. Ihr sitzt dort, wo ihr sitzt, aber ich sitze auf jeden Fall an meinem Schminktisch und werde mich jetzt gleich ready machen und möchte gerne mit euch ein bisschen quatschen. Ich habe ehrlich gesagt gar kein Event oder irgendwas, was heute ansteht, wofür ich mich fertig mache, sondern werde mich jetzt einfach so ein bisschen für den Tag ready machen und eben dabei mit euch quatschen, weil ich da mal wieder Lust drauf hatte. Ich hatte auch auf Instagram gefragt, ob ihr mir Themenvorschläge oder Themenwünsche für dieses Style and Talk nennen könnt, was ihr natürlich hier wieder zahlreich gemacht habt. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit den Fragen. Ich werde euch die Produkte jetzt nicht die ganze Zeit im Video nennen oder darauf eingehen, sondern die euch einfach in die Infobox oder in die Kommentare oder irgendwo hinschreiben, weil ich es wahrscheinlich sonst eh vergessen werde. Deswegen legen wir mal los mit der ersten Frage. Wie kann ich meine Alone-Time romantisieren? Und ich muss sagen, ich bin irgendwie, so dieses Thema Leben romantisieren oder irgendwie Alone-Time romantisieren, ist ja irgendwie schon so gefühlt wieder aus dem Trend gekommen, habe ich das Gefühl. Also das war ja irgendwie so letztes Jahr so ein Ding, dieses Romanticize Your Life. Aber irgendwie bin ich da gerade auch so voll auf dem Trip und habe da immer, also habe immer richtig Lust, so kleine Momente irgendwie zu romantisieren und da auch schöne Fotos davon zu machen und die dann zum Beispiel auch in meine Story zu packen, also wenn alles irgendwie so richtig schön ästhetisch aussieht. Und ich glaube, das ist wirklich auch so ein bisschen ein Punkt, der mir hilft, mein Alone-Time oder so die normalen Sachen in meinem Alltag zu romantisieren, nämlich, dass man halt wirklich bewusst einfach mal sich Sachen schön macht, also nicht einfach nur irgendwie so eine Frühstücksschüssel sich nimmt, da so sein Müsli oder sein Porridge oder sonst was reinmacht und dann das halt isst, sondern das ein bisschen schön dekoriert, irgendwie mit einem Brettchen drunter oder so einen Untersetzer, sich mal so Untersetzer besorgt und dann irgendwie so schön hinlegt und dann gerne ja auch mal für private Zwecke, wenn man jetzt kein Instagram hat, wo man halt regelmäßig was postet, so wie ich, halt einfach mal Fotos davon machen, sich so denken, ach schön, so ein schönes Frühstück habe ich mir heute gemacht. Oder zum Beispiel auch mal Frühstück im Bett machen oder sich mal irgendwie, wenn man sich einen Kaffee macht, mal Milchschaum dazu machen und da vielleicht jetzt gerade, wenn es so Richtung Herbst geht, so Pumpkin Spice drauf machen, also irgendwie sowas. Alles, was so ein bisschen extra ist. Ansonsten finde ich, ist tatsächlich auch Musik ein entscheidender Faktor, um sein Leben so ein bisschen zu romantisieren oder einfach mehr so like in a movie zu gestalten. Also man kann ja mit Musik auch so viele Stimmungen erzeugen und sich selber so ins Leben holen. Also das klingt, glaube ich, auch wieder so kitschig, aber probiert das einfach mal aus. Zum Beispiel hatte ich letztens meine Steuer gemacht und das ist ja immer so ein bisschen ein langweiliges Thema. Und ich habe da wirklich das erste Mal gedacht, okay, ich mache mir jetzt einfach mal so geile Musik an. Da habe ich auf Spotify eine Playlist gefunden, die heißt Frat Party. Also Frat Party bedeutet ja für die, die das nicht kennen, so diese amerikanischen Hausgemeinschaften Party. Aber auf jeden Fall kamen da halt so ganz viele Lieder so aus den 2010ern ungefähr. Und das hat so Spaß gemacht, dann auf einmal mit der Musik oder zum Beispiel jetzt, wenn es so Richtung Herbst geht, kann man sich ja so eine schöne cozy Herbst Playlist zusammenstellen. Ich denke, das werde ich auch noch machen, die dann auch mal mit euch teilen. Also werde ich wahrscheinlich auch auf Instagram in die Story packen oder so. Und ansonsten, ja, halt einfach mal so kleine Sachen, mal eine Kerze anzünden, mal so ein richtig schönes Bad sich machen. Ich habe letztens auch gemacht, irgendwie da auch so Kerzen angezündet, mir so ein, also es sah aus wie Wein, war aber tatsächlich nur so Wasser mit Himbeersirup und Eiswürfeln und dann habe ich mir extra so eine kleine Badewannenablage mal bestellt und dann so ein richtig schönes romanticized Bad genommen. Und ich finde, so kann man sich halt einfach auch selber schön machen. Also man muss nicht immer irgendwas mit Leuten machen, muss nicht immer irgendwas draußen machen. Man kann auch einfach mal selber so einen schönen Abend mit sich alleine verbringen, eine schöne Serie schauen, was Leckeres zu essen kochen, Tee machen oder was anderes trinken und ja, einfach so die Zeit mit sich selber genießen und ja, entspannen. Hast du neue Freunde in Leipzig gefunden und fühlst du dich gut angekommen? Ich muss sagen, ich fühle mich in Leipzig hier einfach unfassbar wohl. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich hier so schnell einlebe und so schnell wohlfühle. Gerade unter dem Aspekt, dass ich ja eigentlich früher, also so als es darum ging, wo ich halt hinziehe zum Studieren, überhaupt nicht nach Leipzig wollte, weil mir das einfach auch zu nah an dem Ort war, wo ich halt früher zur Schule gegangen bin und zu nah halt noch an den Leuten, die ich halt dann erstmal nicht wiedersehen wollte so. Und deswegen bin ich ja damals so ein bisschen nach Potsdam abgehauen und ja, wollte halt eigentlich ja auch in Potsdam bleiben. Und ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte, aber ich glaube, ich hatte das mal in einem Video erzählt, dass ich quasi nur so ein bisschen aufs Zufall darauf gekommen bin, auch mal in Leipzig nach Wohnungen zu schauen und dann relativ schnell ja diese Wohnung hier entdeckt hatte. Und ich wohne ja jetzt erst seit circa 2,5 Monaten in Leipzig, aber fühle mich hier, wie gesagt, schon so zu Hause, halt auch in dieser Wohnung generell, in der Umgebung, wo ich wohne. Und
ich habe echt auch schon so coole Leute kennengelernt, so viele schöne Sachen erlebt und alleine, wenn ich jetzt so an letzte Woche denke, was da schon wieder alles los war, also ich poste da ja auch immer ganz viel davon auf Instagram, also über meine Erlebnisse. Also ich will jetzt nicht die ganze Zeit Werbung für mein Instagram-Profil machen, aber falls euch das interessiert, wie halt einfach auch so mein Leben hier ist in Leipzig, was so bei mir passiert, was ich so mache, auch mit Leuten, dann schaut gerne dort mal vorbei, da poste ich halt viel in der Story und manchmal auch solche Fotodumps. Und ich fand es total witzig, als ich letztens bei meinen Eltern war und denen auch erzählt hatte, was jetzt bei mir die letzten Wochen so abging, hat mein Papa dann auch gesagt, boah, irgendwie ist ja so bei dir in den letzten 2,5 Monaten in Leipzig gefühlt mehr passiert, als in der ganzen Zeit, in der du in Potsdam gelebt hast. Und während das jetzt natürlich wahrscheinlich nicht so richtig stimmt, weil ich habe 5 Jahre in Potsdam gelebt und da ist ja insgesamt auch echt viel passiert, aber irgendwie ist jetzt schon so in Leipzig einfach mehr los, also ich mache mehr Sachen, ich komme mehr raus, ich erlebe mehr und das ist richtig schön für mich. Also es fühlt sich für mich einfach gut an, ich habe dadurch das Gefühl, das Leben mehr auszukosten und es tut mir einfach unfassbar gut. Also alleine letzte Woche, was ich da schon wieder so alles irgendwie erlebt habe, das kann ich gar nicht fassen, dass das alles so in einer Woche war. Also ich war am Dienstag bei einem Fotoshooting mit einem befreundeten Influencer aus Chemnitz und wir hatten richtig viel Spaß, haben tolle Fotos gemacht, sind halt auch so gefühlt einmal durch ganz Leipzig gelaufen. Am Mittwoch war ich dann in so einer Rooftop-Bar, was auch total schön war, weil das Wetter einfach noch so geil spätsommerlich war. Also es war so ein richtig schöner, lauer Sommerabend. Man hatte den Sonnenuntergang und Blick auf diesen MDR-Tower und auch diese Uni-Bibliothek, was hier so ein großes Glasgebäude ist und hatte halt schöne Cocktails nebenbei. Das war auch so ein Core-Memory irgendwie. Und dann war ich am Samstag jetzt auch nochmal, das war so eine ganz spontane Sache, wurde ich quasi mitgenommen zu so einem Outdoor, also so Freilicht-Kinoabend. Das war am, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie dieser See hieß, aber irgendwo an einem See, der in der Nähe ist, auch vom Leipziger Flughafen. Und dort haben wir Top Gun 2 geschaut und ich habe den halt noch nie vorher geguckt. Und das war irgendwie voll auch die coole Experience, weil du hast halt dort deine Decke gehabt, hast den Film geschaut, hattest Popcorn, dann wurden noch so Bäume und Sträucher so bunt angeleuchtet. Es war total der Vibe, alleine schon so schon. Und dann sind halt einfach auch noch die ganze Zeit der Flugzeuge drüber geflogen, weil dort ja der Flughafen, wie gesagt, in der Nähe war, während man Top Gun geschaut hat. Also, wie gesagt, es war total schön auch. Also, um das kurz zusammenzufassen, ich liebe einfach das Leben, was ich hier führe und führen kann, weil Leipzig einfach auch die Möglichkeiten dafür bietet. Ich muss sagen, Potsdam war natürlich auch eine schöne Stadt und ich habe auch immer für Potsdam geschwärmt und finde natürlich so Potsdam als Stadt, so von der Architektur und so nach wie vor sehr schön. Aber es hatte mal irgendjemand letztens zu mir gesagt, Potsdam ist so eine Kaffee- und Kuchenstadt. Und das hat es halt so auf den Punkt gebracht. Also da gibt es halt so schöne Cafés, man kann da in den Poissons-Sea gehen und halt irgendwie spazieren gehen und so. Aber so viel ist da nicht los, gerade so für unsere Generation oder für meine Generation. Ich weiß ja nicht, welche Generation ihr seid. Und deswegen, ja, gefällt mir Leipzig jetzt auch so, wenn man die beiden Städte vergleicht, für mich, für jetzt zum Wohnen deutlich besser. Und ja, ich habe wie gesagt auch schon tolle Freunde kennengelernt, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Ich wollte euch vorher aber nochmal ganz kurz meine Handyhülle zeigen, weil ich die gerade hier die ganze Zeit liegen sehe und ich finde sie einfach so schön. Also ich habe die jetzt seit einiger Zeit und bin so obsessed mit dieser Farbe und auch mit dem kleinen Herzen und ich finde halt, dass sie wirklich so die perfekte Herbsthülle ist, weil sie das Handy auch so zu so einem passenden Accessoire macht. Weil gerade in diesem Braunton sind ja auch ganz viele Taschen gehalten oder zum Beispiel auch hier dieser Gürtel, den ich habe. Und dann matcht einfach das Handy zum Gürtel oder zur Tasche oder vielleicht zu irgendeinem anderen Teil, was man hat. Oder ich habe auch Stiefel in der Farbe und das finde ich richtig cool. Auf jeden Fall ist die von Casetify, habt ihr vielleicht schon gesehen, die haben ja immer diesen markanten Schriftzug hier um die Kamera rundherum, was ich richtig schön finde. Und vielleicht kennt ihr Casetify schon, das ist ein Online-Shop bzw. ein Unternehmen, was super viel viele verschiedene Arten von Hüllen anbietet, also für iPhones, also für alle möglichen iPhone-Modelle, für iPad, Laptop, also MacBook, aber auch für Samsung oder Google-Handys. Also die haben wirklich so eine unfassbar große Auswahl an Hüllen, alleine auf der Seite schon. Und neben diesen ganzen verschiedenen Hüllen-Designs und Hüllenarten gibt es auch das Casetify Custom Studio, wo man sich seine eigene Hülle personalisieren bzw. gestalten kann. Und darüber habe ich jetzt hier auch meine Hülle gemacht. Also ich habe einmal, wie gesagt, die hier. Und dann habe ich mir auch noch eine andere gemacht. Und zwar ist das die hier. Die ist auch in einem Braunton, weil ich dachte, dass das irgendwie gerade cool ist für den Herbst. Ich habe mir jetzt hier, also man kann eben auf diese personalisierten Hüllen zum Beispiel Buchstaben, Monogramme, also Anfangsbuchstaben, Namen oder eben auch Zahlen draufschreiben und auch kleine Symbole, wie zum Beispiel das Herz oder Sterne-Teddys, irgendwas in der Art. Ich habe mir auf jeden Fall hier 111 draufgeschrieben, weil das das Zeichen für Intuition ist, beziehungsweise so der Code für Intuition. Und das ist ja was mir irgendwie so auch seit meiner Trennung extrem wichtig ist, dass ich immer auf meine Intuition hören möchte. Und ich finde, wenn man das halt auf der Handyhülle hat und das Handy ja sowieso irgendwie 1000 Mal am Tag anguckt, dann erinnert einen das nochmal so daran,
dass man immer auf sein Bauchgefühl hören soll. Ich wollte halt gerne eine Hülle haben, die relativ schlicht gehalten ist und die irgendwie in so einer warmen Farbe auch gehalten ist, sodass sie eben zu meinen warmen Herbstoutfits passt. Deswegen habe ich mir, wie gesagt, die hier gecustomized. Und dann wollte ich noch eine haben, die ein bisschen kühler von der Farbgebung ist. Und hier habe ich mir auch noch so einen Cardholder angecustomized. Da kann ich mal meinen Studentenausweis von der IU hier reinschieben, damit ihr das sehen könnt. Ich finde so einen Cardholder am Handy ja auch ultra praktisch. Also so sieht es dann aus. Also man kann natürlich sein Portemonnaie überall hin mitnehmen, aber es ist ja einfach praktischer, nur sein Handy mitzunehmen. Und wenn man jetzt irgendwie noch die ein oder andere Karte braucht, zum Beispiel vielleicht auch einen Ausweis im Club oder so, finde ich das einfach super nice, wenn man den hinten so ins Handy reinschieben kann. Ich habe von Castify übrigens auch einen 15% Rabattcode bekommen. Den blende ich euch mal hier ein. Und ihr könnt auch direkt auf den Link in der Infobox klicken und kommt dann einmal zur Seite von Castify. Also falls euch das interessiert und falls ihr gerade eine neue Hülle fürs Handy braucht, dann schaut euch das super gerne mal an. Dann machen wir mal weiter mit der nächsten Frage, die so ein bisschen an die letzte Frage anknüpft. Und zwar, wie hast du es gemacht, neue Leute in einer fremden Stadt kennenzulernen? Diese Frage bekomme ich tatsächlich sehr häufig, nachdem ich einmal gesagt habe, dass ich jetzt schon einige tolle Leute hier kennengelernt habe. Und ich glaube, ich bin da leider nicht so die beste Ansprechperson, sage ich mal, im Sinne von, also ich kann euch da jetzt keine neutralen Tipps geben, weil bei mir ist es halt tatsächlich so gewesen, dass ich, als ich quasi verkündet habe, dass ich nach Leipzig ziehe, relativ viele Mädels und Jungs bei mir gemeldet haben und meinten so, hey, ich glaube, wir könnten irgendwie so coole Freunde werden, weil ich bin auch interessiert an dem und dem, was du ja auch magst und so, lass uns doch vielleicht mal treffen. Und ich hatte mich dann tatsächlich mit einigen Leuten auch getroffen und mit einigen hat es eben gut gematcht oder gewibt, mit einigen nicht so gut. Dann treffen sich halt mit einigen Leuten nicht nochmal und mit anderen dann öfter und ja, mit ein paar Leuten, wie gesagt, sind da echt schon so Freundschaften, würde ich sagen, entstanden. Gerade jetzt bei mir, wenn mir Leute auf Instagram schon eine längere Zeit folgen und das sind jetzt natürlich quasi auch normale Menschen, die einfach gerne irgendwie meinen Content angucken. Also jetzt nicht so irgendwie Fangirls. Also wenn ich jetzt merken würde, dass irgendjemand, sag ich mal, so richtig in diese Fanrichtung geht, aber muss ich auch sagen, da habe ich jetzt die wenigsten, die wirklich so irgendwie so ein obsessives Verhalten zeigen, dann würde ich mich natürlich jetzt nicht mit den Leuten treffen, weil ich glaube, dann wäre das halt immer so ein komisches Gefälle. Aber wenn ich einfach merke, okay, die haben einfach auch zum Beispiel Interesse an Sport und an gesunder Ernährung, mögen auch Harry Styles. Das fand ich auch witzig, da hatte mir letztens auch wirklich mal eine geschrieben, ja, ich gehe auch gerne ins Gym und ernähre mich gerne gesund, ich mag auch gerne Harry Styles, so. Gefühlt, lass uns Freunde werden. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass man natürlich, wenn man jetzt eine Person für eine längere Zeit im Internet verfolgt und auch die Sachen gerne mag, die die Person mag und vielleicht ja generell das Gefühl hat, man könnte auf einer Wellenlänge sein, dass es dann höchstwahrscheinlich ja auch im echten Leben so funktionieren wird. Also vorausgesetzt, die Person zeigt sich authentisch. Aber ich würde das von mir jetzt schon behaupten, dass ich mich relativ authentisch zeige, sowohl auf YouTube als auch auf Instagram. Und ja, dementsprechend, wie gesagt, hat das jetzt dann meistens auch in echt gut funktioniert. Und ja, das ist jetzt natürlich, wie gesagt, ein Ding, was für mich eher so ein Privileg ist, weil ja nicht jeder irgendwie eine Reichweite hat, wo dann Leute von selber auf einen zukommen, wenn man sagt, man zieht in eine neue Stadt. Ich hatte da tatsächlich letztens auch mal mit einer Freundin drüber gesprochen, die vor einer Weile auch komplett weggezogen ist in eine ganz neue Stadt. Und sie hat tatsächlich über Bumble neue Freunde kennengelernt. Also ich weiß nicht, ob ihr Bumble kennt. Ich kenne es persönlich auch nicht. Also sie hatte mir das nur erzählt. Und das ist ja quasi wie so eine Art Dating-App, nur für Freunde. Oder es gibt das auch als Dating-App, aber es gibt eben auch eine Version, also die gezielt darauf ausgerichtet ist, neue Freunde kennenzulernen. Und da funktioniert es ja, soweit ich das verstanden habe, auch ähnlich. Also, dass man quasi seine Interessen eingeben kann, auch Fotos von sich da hochladen kann und ja, dadurch halt dann einfach auch so per Swipe Ding, also wahrscheinlich wie bei so normalen Dating-Apps, dann halt auch von Leuten gefunden und angeschrieben werden kann. Und das ist natürlich immer so ein bisschen so eine oberflächliche Sache und ist immer so die Frage, ob man sich halt so mit Leuten aus dem Internet treffen möchte. Aber ich persönlich habe damit eigentlich bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Ansonsten kann man natürlich auch gucken, dass man irgendwie Leute in der Nachbarschaft mal anspricht oder Leute, die man vielleicht immer wieder beim Einkaufen sieht und die halt irgendwie im gleichen Alter sind oder wo man denkt, okay, vielleicht könnte das eine Person sein, mit der ich mich gut verstehen könnte oder so. Und dann würde ich halt immer sagen, einfach mal probieren, ne? Also es muss ja nicht sein, dass man sich jetzt irgendwie mit einer Person trifft und dass so deine neue beste Freundin wird oder dein neuer bester Freund. Aber es ist ja nicht verkehrt, sich einfach mal mit Leuten irgendwie zu treffen, einfach mal zu quatschen, Kaffee zu trinken. Dann kann man ja einfach schauen, ob das halt was wird oder ob man denkt, okay, irgendwie sind wir doch nicht so auf einer Wellenlänge. Also ich denke, das Wichtigste dabei ist, genauso wie beim Dating, dass man das einfach in Ruhe angeht, dass man sich da keinen Stress macht und dass man vor allem auch nichts irgendwie versucht zu erzwingen. Nächste Frage. Sind Beziehungszweifel normal oder der Anfang vom Ende? Diese Frage fand ich sehr interessant, als ich sie gelesen habe, weil ich mir das auch öfter mal gestellt habe. Gerade am Anfang von meiner letzten Beziehung kamen halt auch natürlich immer mal Zweifel auf und ich würde sagen, so gewisse Zweifel sind normal und auch
Zweifel in so einer gewissen schwachen Ausprägung sind normal. Also wenn man halt ja hin und wieder mal so ein paar kleinere Zweifel hat, denke ich, ist es kein Problem. Wo es dann meiner Meinung nach kritisch wird, ist, wenn man wirklich immer wieder wegen der gleichen Sache sehr stark zweifelt. Ich denke, es kommt halt sehr auf die Häufigkeit an, also auf die Intervalle, in welchen Regelmäßigkeiten diese Zweifel aufkommen und ob diese Zweifel halt nur so ein bisschen sind oder sehr stark sind und ob es eben auch immer wieder so um diese gleichen Sachen geht, an denen man da quasi zweifelt. Bei mir war es ja dann so, also das hatte ich ja auch in dem Trennungsvideo erzählt, dass diese Zweifel, die ich an der Beziehung hatte, zum Schluss wirklich sehr stark waren und in sehr kurzen Abständen immer wieder kamen. Und ich denke, wenn das passiert, dann ist es halt der Anfang vom Ende. Trotzdem ist es natürlich super wichtig, diese Zweifel auch zu kommunizieren in der Beziehung. Also, dass man nicht einfach das so in sich hineinfrisst, sondern dass man da auch mit dem Partner, der Partnerin drüber redet. Natürlich ist es nicht immer so, dass sich diese Dinge, die man halt kommuniziert oder an denen man zweifelt, dann wirklich ändert. Aber ich finde es trotzdem einfach nur fair, das auch zu kommunizieren, weil wie gesagt, der Partner, die Partnerin kann das nicht riechen, dass man irgendwie Zweifel hat aufgrund von bestimmten Verhaltensweisen oder von bestimmten Mustern in der Beziehung. Die nächste Frage hätte ich tatsächlich öfter im Fragesticker erwartet, aber sie ist nur einmal aufgetaucht und zwar, bist du wieder vergeben? Also diese Frage kam natürlich vor einigen Wochen sehr, sehr häufig vor, weil ich ja in Paris war, auch mit einem Mann und da aber nie großartig was dazu gesagt hatte, wer das war und auch mich nicht zu meinem Beziehungsstatus oder so geäußert hatte. Und erstmal, um halt die Frage ganz easy zu beantworten, nein, ich bin nicht wieder vergeben und ich war auch nicht vergeben. Ich bin seit Mai Single. Ich hatte jetzt in dieser Zeit also im Sommer jemanden gedatet, auch über eine längere Zeit. Das war eben auch der Mann, mit dem ich dann in Paris war. Aber das war jetzt nichts Ernstes, beziehungsweise halt auch nichts Festes, sondern eher so ein bisschen sowas, was man heutzutage wahrscheinlich Situationship nennen würde. Also ich weiß auch nicht so richtig oder ich glaube, keiner von beiden wusste so richtig, was das eigentlich war. Und ehrlich gesagt, ich habe das schon so ein bisschen, also nicht kommen sehen, aber ich habe halt gemerkt, okay, das wird jetzt nicht auf was Festes, auf was Langfristiges hinauslaufen und dementsprechend habe ich es halt auch nie thematisiert, nie die Person verlinkt, gezeigt oder sonst irgendwas. Es waren jetzt halt immer nur mal Hände oder so drauf. Also ist es halt dann auch auseinandergegangen, ziemlich kurz tatsächlich nach dem Paris-Trip, was irgendwie so ein bisschen schade auf der einen Seite war, weil wir ja kurz vorher zusammen in Paris waren, also auch wenn das jetzt nicht so ein Paris-Couple-Trip war irgendwie, sondern eher so ein Ding von, oh, wir hätten irgendwie beide Lust, mal noch so einen Städtetrip zu machen, so einen Sommer-City-Trip in irgendeine europäische Stadt und ein bisschen schönen Kaffee zu schlürfen, also Eiskaffee und ein paar schöne Fotos zu machen und sowas. Also das war eher so eben angedacht. Der Paris-Trip war natürlich trotzdem sehr schön und es war jetzt auch nicht so, dass wir uns da irgendwie in die Haare gekriegt haben oder sonst was, also überhaupt nicht. Es hatte dann einfach nicht mehr gepasst und das haben wir dann halt einfach im Nachgang auch gemerkt und ja, von beiden Seiten auch so für uns beschlossen, dass das wahrscheinlich besser wäre, wenn wir uns nicht mehr sehen. Noch eine Frage zu diesem Thema war, findest du, es ist okay, mehrere Männer gleichzeitig zu daten oder nur einen mit der Gefahr, was zu verpassen? Das finde ich eine sehr interessante Frage, die ich mir durchaus auch schon mal selber gestellt habe, als das halt mit dem einen Mann so ein bisschen regelmäßiger wurde. Aber ich habe dann für mich auch gemerkt, dass ich das mit mir selber einfach gar nicht vereinbaren kann, da irgendwie noch andere zu treffen, andere kennenzulernen. Ich glaube, das ist halt ein super individuelles Ding. Also wer das halt kann, auch so emotional. Trotzdem, wenn man jetzt irgendwie eine Person schon regelmäßig datet, dann irgendwie noch andere kennenzulernen, um halt nichts zu verpassen, in Anführungszeichen, kann man das ja machen. Ich persönlich finde es halt, wie gesagt, einfach schwierig, das emotional mit mir so zu vereinbaren, weil ich halt auch merke, dass sobald ich halt eine Person regelmäßig date oder das jetzt gemerkt habe in der Vergangenheit, dass ich dann gar nicht auch so Interesse habe, erstmal andere kennenzulernen, weil ich dann ja die Person, die ich gerade kennenlerne, intensiver lieber kennenlernen möchte. So, versteht ihr, was ich meine? Okay, ich habe jetzt gerade mal meine Augenbrauen off-camera fertig gemacht, weil ich da immer ruhig halten muss, also dass ich halt nicht durchs Reden irgendwie da verwackle und irgendwie bin ich heute nicht so zufrieden mit denen. Also ich glaube, ich muss mir auch mal ein helleres Produkt kaufen, weil das ist irgendwie ein bisschen zu dunkel. Also es passt zwar zum Haaransatz, aber irgendwie ist es trotzdem für mein Gesicht zu dunkel, finde ich. Naja, egal. Lassen wir jetzt so. Weiter geht's mit der nächsten Frage. Hast du manchmal Angst, alleine zu wohnen? Die Frage kam tatsächlich auch öfter mal und ich muss sagen, dass ich manchmal Angst hatte, als ich in Potsdam alleine gewohnt habe, in dieser Studentenwohnung, was auch nicht so wirklich Sinn ergeben hat, weil das war halt eine riesengroße
großes Haus. Also ich glaube, da haben so 100 Leute in dem ganzen Haus gewohnt und dementsprechend ist ja immer irgendjemand da. Also man hat ja immer Nachbarn. Aber ja, ich glaube, das ist einfach so ein Ding, was man dann vielleicht im Kopf hat, wenn man irgendwie das erste Mal alleine wohnt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so auf dieses Einbrechen-Ding oder so bezogen ist oder auf was genau sich die Person jetzt hier bezieht. Kann natürlich auch sein, dass es bezogen ist auf zum Beispiel, was machst du, wenn es dir mal nicht gut geht und du halt alleine wohnst und du niemanden hast, der halt im Zweifelsfall helfen könnte oder wenn du irgendwo hinfällst oder so. Aber ich glaube, man muss da so ein bisschen relativieren, wie oft sowas dann wirklich passiert. Und wenn man jetzt zum Beispiel merkt, okay, mir geht es irgendwie gar nicht gut, also so, dass man halt wirklich im Zweifelsfall den Krankenwagen rufen müsste, kann man ja auch einfach einer Person Bescheid geben und also irgendwie Familie, Freunde und sagen, hey, mir geht's gerade nicht gut. Ich weiß nicht, wie schlimm das jetzt gerade noch wird, aber kannst du bitte halt irgendwie jemanden, also Hilfe holen, wenn ich dir jetzt nicht zum Beispiel in 10, 20 Minuten nochmal schreibe, dass es mir wieder besser geht oder dass ich noch bei Bewusstsein bin oder irgendwie so. Also natürlich im Worst Case, ne? Die nächste Frage kam tatsächlich auch recht häufig und zwar Periodenschmerzen oder generell Periode und Sport. Also insbesondere jetzt halt Kraftsport, Leistungssport, sowas in der Richtung. Ich muss sagen, dass ich auch da vielleicht jetzt nicht so ganz die richtige Ansprechpartnerin bin, weil ich jetzt keine Person bin, die irgendwie während ihrer Periode krass leidet oder halt irgendwie so starke Schmerzen hat wie manch andere, was bei mir wahrscheinlich in erster Linie daran liegt, dass ich halt die Pille nehme. Und ja, ich weiß nicht, also ich glaube, davor hatte ich schon auch so ein Stück weit stärkere Schmerzen, aber auch nicht extrem stark. Ich würde generell sagen, tu einfach, was dir gut tut und probiere verschiedene Sachen aus und dann schau einfach, was halt gut für dich funktioniert und was nicht gut funktioniert. Also bei mir ist es halt so, ich habe jetzt schon am Anfang auch so leichte Schmerzen, also jetzt halt keine starken, aber schon leichte Periodenschmerzen. Dann ist es bei mir tatsächlich so, dass die weggehen, wenn ich zum Sport gehe und dann da irgendwie meine Deadlifts mache. Wahrscheinlich, ja, weil irgendwie andere Muskeln im Bauch angespannt werden und das dann in Kraft, keine Ahnung, wie das zusammenhängt. Aber das tut mir zum Beispiel gut. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Schmerzen dadurch bei anderen Personen verstärkt werden oder dass man halt generell so starke Schmerzen hat. Und dann muss man sich natürlich in keinster Weise irgendwie zum Training quälen, sondern kann einfach sagen, okay, dann mache ich jetzt halt einfach mal ein paar Tage Pause und mache dann weiter, wenn es mir wieder besser geht. So, ich habe mir jetzt hier so ein Hemd drüber gezogen, was ich heute eben noch anziehen wollte und meine Haare hinten mit so einer Klammer zusammen gemacht. Ich hoffe, das sieht ordentlich aus von hinten. Und was ich dann auch richtig gerne mache bei solchen Hochsteckfrisuren in letzter Zeit, ist, dass ich mir halt vorne zwei Strähnen raushole, die ja bei mir eh eigentlich so ein bisschen, ja nicht Curtainbang-mäßig, aber schon so ein bisschen kürzer geschnitten sind. Und die dann einfach noch einmal kurz locker mit dem Glätteisen, also so aus dem Gesicht quasi mache. So einmal so hier durchziehe. Und dann halt so auflockere, damit die jetzt nicht ganz so sich einrollen. Also es waren jetzt zwei Handgriffe, das Ganze hat eine Minute gedauert und ich finde, das macht aber so einen Unterschied, weil das Gesicht einfach dadurch schön eingerahmt wird und man jetzt halt nicht alle Haare nur aus dem Gesicht raus hat bei einer Hochsteckfrisur. Damit sind wir jetzt auch am Ende angelangt, also ich bin jetzt ready und werde mich dann gleich auf den Weg machen. Also ich habe halt eigentlich nichts weiter vor, aber ich habe einen Arzttermin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mit mir über verschiedene Themen euch austauschen zu können, beziehungsweise könnt ihr das ja jetzt auch noch machen. Also gerade habe ich mich ja eigentlich nur mit euch ausgetauscht. Und wenn ihr gerne noch eure Meinung zu einem der Themen oder zu verschiedenen Themen sagen wollt, dann könnt ihr die super gerne in die Kommentare schreiben und wir können uns da so ein bisschen austauschen oder ihr tauscht euch untereinander aus. Und ja, ich wünsche euch ansonsten wie immer noch eine wundervolle Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und bis dann macht's gut. Ciao, ciao.